Wendelin Mölzer von der FPÖ ist am Wort. Da sieht man, wozu die FPÖ gut ist. Manchmal bewirken wir eben auch Sinneswandel. Dieses flächendeckende 360-Grad-Feedback ist eine, glaube ich, ganz wesentliche, interessante Geschichte. Der Kollege Machetti hat das ja schon ausgeführt. Da geht es natürlich darum, dass man auf der einen Seite für die Selbsteinschätzung von Lehrern, die sicher auch wichtig ist, oder von jedem Beteiligten am Schulsystem natürlich auch die Außeneinschätzung einführt, die entsprechende Reflexion einführt. Und das ist einfach, glaube ich, ganz wichtig, unser System besser zu machen. Da bin ich, wie wir hier alle gemeinsam, das ist ja mal erfreulich, dass wir eine einheitliche Meinung sind oder gemeinsam etwas beschließen, der Meinung, dass es ein wichtiger Teil ist, um unser System eben zu verbessern. Ganz grundsätzlich ist es natürlich nur ein Schritt. Es kann nicht sein, dass wir jetzt beispielsweise einen 360-Grad-Feedback einführen, das dann ohne irgendwelche Auswirkungen bleibt, das in Schubladen verschwindet. Das darf nicht sein. Da müssen wir natürlich danach achten oder darauf achten, dass man das auch entsprechend dann die Ergebnisse eines solchen Feedbacks oder einer solchen Reflexion in die Arbeit der Pädagoginnen und Pädagogen entsprechend einfließen lassen. Das ist natürlich ganz wichtig, das ist das eine. Das andere natürlich dann aber auch ergänzend, muss man sich überlegen, wir haben das ja auch im Regierungsprogramm festgelegt, wie man Lehrern, die halt leider nicht so gut arbeiten, dann entsprechend auch versucht, sie auf den richtigen Weg zu bringen, unter Umständen auch mit gewissen Konsequenzen das ausstattet. Jene Lehrer, und da bin ich überzeugt, dass das ja ein größerer Teil oder der größte Teil ist des Lehrpersonals, das an unseren Schulen wirkt, die gute Arbeit leisten, die gute Lehrer sind, die werden sich vor dem sicher nicht fürchten. Ganz im Gegenteil, wenn ich höre oder spreche mit Lehrern, die das teilweise schon im Rahmen der Schulautonomie machen, dann ist das denen sehr willkommen. Die brauchen das, die wollen dieses Feedback haben. Und ich glaube, da gehen wir in die richtige Richtung. Danke. Der Altparteienantrag zum Feedbacksystem an Schulen als Schritt in die richtige Richtung, so Wendelin Mölzer von den Freiheitlichen.